Dieser Kleiner. Geh doch einfach weg. Wie Till ärgern. Du mieser K... Geh doch einfach... Steck die Waffe weg. Nein. Och nö. Ach komm, ich hau jetzt einfach alle zu Brei. Bleib stehen, du Lump! Aber einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Wieder behinderte Waypoints. Mann, seid ihr doof. Können nicht ein paar Tote vertragen? Ah, immer doch. Wir müssen sie ja nicht gleich umbringen. Friss! Stirbt er? Er stirbt! Ah fuck, Seekopf ist invincible. Das macht alles keinen Spaß, so wie es ist. Ah, da wollte man sich mal eine Neckerei erlauben und schon... Gut. Alles nicht so einfach. Gut, ich melde mich dann wieder, wenn ich vor Seekops Hütte stehe. Bis gleich. So, und diesmal spricht die Stimme der Vernunft. Klack. Hallen von Irdorat. Goblin-Skelett erschaffen. Not bad. Cool. So, Seekorb, sagst du auch irgendwas dazu? Nö. Alles klar. Nee. Sagst du vielleicht was dazu? Nö. Na denn. Ich weiß gar nicht, kann ich mir das Buch eigentlich angucken? Und was war das eigentlich für ein Ring? Ich habe ja Mana Bonus plus 10, Schutz vor Feuer 5. Mana Bonus plus 5. Ma. I fucking knew it. Nee. Tolle was. Mir sind mal wieder verseucht. Ach ja, ich habe gerade offscreen was ausprobiert. Ich habe in den letzten Folgen schon erzählt, dass hier Dunkelpilze futtern. Ganz viele davon. Ich habe jetzt leider nicht aufgepasst. Ich habe irgendwo gelesen, dass es eigentlich 50 sind, aber es waren gar nicht 50. Ich glaube, man muss nur 20 oder 25 oder so davon essen und man bekommt einen Mana-Bonus von plus 10. Das heißt, ich habe jetzt 86 Mana. Which is pretty cool. So, jetzt aber ab zum Kloster und Pyrokadas Buch in seine Griffel gedrückt. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich hätte das nicht gedacht. Boing. Ach verdammt. Egal. So. Mäuschen. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her! Das ist ja unglaublich! Hast du auch nur im geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Ja. Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Habe ich gemerkt. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja. Ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Jo. Bis später. Wie viel Erfahrung... ich brauche nur noch so ein bisschen. Dann mache ich das jetzt schon. Gehe ich jetzt noch irgendwo was... kaputt.
kaputt schlagen. Was brauche ich eigentlich für dieses Goblin-Skelett? Kreis 1 nur. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Ich will mal ein Goblin-Skelett beschwören. Nein. Mich fragt ja keiner. Lassen wir das mal alles so, wie es ist. Wir gucken mal gerade, ob wir denn jetzt auch wirklich verflucht worden sind von dem Buch. Ne, sind wir nicht. Alles klar. Ich dachte eigentlich... So kann man sich irren. Hey, Kelsey Priest, ich muss schon wieder zu diesem Kacksandkreis rennen. Okay, aber... Ja... Mach ich mal in der nächsten Folge, ne? Machen wir mal einen kleinen Schnitt. Bis später.